Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, es ist der Morgen des 15. Juli 2021. Ja, es ist interessant, dass Sie lachen, wenn wir über dieses Thema reden. Das ist sehr interessant. Wir werden ja gleich noch ein bisschen mehr dazu hören. Stellen Sie sich vor, es ist der Morgen des 15. Juli und versetzen Sie sich bitte einmal in die Person der damaligen rheinland-pfälzischen Umweltministerin Anne Spiegel. Sie sehen an diesem Morgen auf Bildern und Videos das Ausmaß der Flutkatastrophe, die das Ahrtal in der vergangenen Nacht erfasst hat. 134 Menschen haben ihr Leben verloren. Ein Sachschaden in Milliardenhöhe wird bleiben. An was hätten Sie denn beim Anblick dieser Bilder als erstes gedacht? An die vielen kaputten Straßen und Häuser, die die Flut weggerissen hat? An die vielen Menschen, die im Moment um ihr Hab und Gut kämpfen? Oder an die vielen Toten, die diese Katastrophe schon zu diesem Zeitpunkt forderte? Anne Spiegel hat an diesem Morgen zuerst einmal an sich selbst gedacht. Was in Anbetracht des Ausmaßes der Katastrophe eigentlich unglaublich erscheint, ist aus SMS-Verläufen mit ihren Mitarbeitern belegt. Darin schreibt die heutige Familienministerin, und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, das Blame Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das wir rechtzeitig gewarnt haben. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, um ein Hochwasseropfer aus dem Ahrtal zu zitieren, wie kann man nur so kaltherzig sein? Das moralische Versagen der Anne Spiegel am 15. Juli hat jedoch eine Vorgeschichte. Schon am Vortag, kurz bevor die Flut über das Ahrtal hereinbrach, lagen genügend Hinweise für die nahende Katastrophe vor. Doch das Spiegelministerium versagte in der Kommunikation restlos. Eine einzige Pressemitteilung wurde versandt, und zwar um 16.43 Uhr auf der Grundlage eines Lageberichts von 11 Uhr morgens. In dieser Pressemeldung wurde erklärt, dass kein Extremhochwasser drohe. Vom Entwurf der Meldung bis zum Versand änderte sich zwischenzeitlich einiges. Die Warnstufe war von 2 auf 4 angehoben worden. Die Pegel im Ahrtal stiegen unablässig an. Und eine Bürgermeisterin vor Ort bat sogar um die Ausrufung des Katastrophenfalls. Und was tut Anne Spiegel? Sie gibt die völlig veraltete Meldung frei, aber sie besteht auf einer Änderung. Aus Campingplatzbetreibern müssten Campingplatzbetreiberinnen werden. Meine Damen und Herren, korrektes Gendern war Anne Spiegel offensichtlich wichtiger als eine lebensrettende Warnung an die Bürger im Ahrtal. Und angesichts eines solchen Politikversagens stellen sich viele Menschen die Frage, was kann man von einer Ministerin in einer Ausnahmesituation wie dieser eigentlich erwarten? Und ich verlange ja gar nicht, dass eine Ministerin im Schlamm steht und Häuser wieder aufbaut, wie es die vielen freiwilligen Helfer getan haben, denen ich an dieser Stelle von Herzen danken möchte. Doch als Minister muss man lenken, man muss führen und man muss Verantwortung übernehmen. Frau Spiegel, wieso rufen Sie denn in Absprache mit dem Innenministerium nicht einen sofortigen Krisenstab ins Leben, der die Lage laufend bewertet, der in Kontakt mit den zuständigen Kräften vor Ort steht? Wieso fahren Sie denn nicht zum SWR und warnen im lokalen Rundfunk und im Fernsehen oder mit einer Sondersendung die vielen Menschen im Ahrtal vor der auf sie zukommenden Katastrophe? Warum führen Sie denn nach 22.30 Uhr kein einziges dienstliches Telefonat mehr, nicht einmal mit der Ministerpräsidentin? Meine Damen und Herren, all das wäre echtes Krisenmanagement gewesen und hätte an diesem Tag Leben retten können. Das Krisenmanagement der Anne Spiegel bestand in einem Abendessen mit grünen Parteifreund, und während Häuser einstürzten, saß Anne Spiegel dann zu Hause vor dem Laptop und ihr zuständiger Staatssekretär schaute Nachrichten und trank nach eigener Aussage wahrscheinlich noch ein Bierchen, meine Damen und Herren. Der gesamte Auftritt von Anne Spiegel und ihrer Behörde war an diesen Tagen von Desinteresse, von Unwissenheit und von völliger Inkompetenz geprägt. Bis heute hat sich Anne Spiegel weder entschuldigt noch Fehler eingestanden. Und wenn man noch heute von reibungslosen Abläufen spricht, wenn 134 Menschen ihr Leben verloren haben, dann ist das für mich makaber, unfassbar und herzlos, meine Damen und Herren. Sie sollten sich schämen, Sie sollten nicht den Überbringer der schlechten Nachricht kritisieren. Reden Sie mit Anne Spiegel und sorgen dafür, dass diese Dame zurücktritt. Fassen wir also noch mal zusammen. Fatale Fehleinschätzungen am Vorabend der Flut, fehlende Warnungen in Funk und Fernsehen. Am Morgen der Katastrophe steht dann die Imagepflege über Menschenleben. Danach will die Ministerin über ihr Verhalten täuschen und hat Erinnerungslücken im Untersuchungsausschuss. Und dann wälzt sie die Verantwortung auf andere ab. Meine Damen und Herren, die Konsequenz ist klar. Anne Spiegel ist als Ministerin völlig untragbar, auf Landes- und auch auf Bundesebene. Mit Ihrem Verhalten, Frau Spiegel, haben Sie gezeigt, dass sie nicht nur unmoralisch, sondern auch im höchsten Maß unfähig sind. Und daher rufe ich heute die Bundesfamilienministerin dazu auf. Wahren Sie bitte noch Ihren letzten Rest Anstand. Treten Sie zurück und bitten Sie die Menschen um Verzeihung, die auch wegen ihrem Versagen alles verloren haben. Für die SPD-Fraktion spricht Daniel Baldi.